Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch mal ein kleines Album zeigen, was ich gemacht habe. Und zwar ist das ein Workshop von meiner lieben Ablein Kerstin Kreis. Ihr findet sie unter Scrap Around. Und ja, ich habe mir diesen Workshop bei ihr gekauft und ich fand ihn super schön und habe das Originalalbum von ihr schon mal nachgewerkelt. Und habe es jetzt noch einmal nachgebaut. Ja, ich hatte noch pinkne Strohhalme zu Hause und hatte auch noch diverse Sachen in Wassermelone hier und habe das Ganze jetzt mal so umgesetzt. Die Stempel, die ich verwendet habe, sind alle aktuell erhältlich im Stampin' Up! Katalog und ja, ich habe hier noch ein wenig Utensilien hier gehabt, hier zum Dranhängen, die gibt es leider nicht mehr. Aber ansonsten, was ihr hier drin seht, ist alles noch erhältlich. Ich habe mir hier meine kleinen Strasssteine auch eingefärbt mit unseren Stampin' Blends, mit Alkoholmarkern. Und ja, dann schlagen wir das Ganze mal auf. Und das Papier ist auch noch ein altes Papier in Wassermelone, aber das könnt ihr ja nach eurem Gusto alles, ja, nachwerkeln. Und ich blätter mal durch. Hier habe ich bestempelt und diverse Papiere, Schnipsel, was ich noch übrig hatte und Washi-Tape hier verwendet. Und ja, noch ein wenig gestempelt und eingefärbt. Also ich habe es eher in, ja, Schwarz und Wassermelone gehalten. Und hier ist jetzt dann ganz viel Platz, um Bilder einzukleben und noch weiter zu verzieren. Das ist jetzt nur, ja, einmal einen Grundstock. Und jeder, der ja scrapt, weiß ja, da kann man sich Ewigkeiten dran verdulden. So, hier ist noch ein kleiner Umschlag. Wie gesagt, wenn ihr wissen möchtet, wie man das macht, wendet euch an die liebe Kerstin, kauft euch dort einen Workshop. Das macht total viel Spaß. Und es wird mit Sicherheit auch nicht mein letztes Album gewesen sein. Hier ist eine kleine Tasche noch. So, und das ist es von hinten. Und dann macht man die Box zu und kann sie super schön im Regal verstauen. Ja, ich hoffe, euch gefällt es und macht euch Lust aufs Nachbasteln und ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß dabei und bis bald wieder. Tschüss!